Ja, hallo, hier ist mal wieder der Quert und ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und diesmal geht es mehr um Halo 2 Anniversary. Halo 2 Anniversary. Halo 2 Anniversary, speziell auch um den Multiplayer oder generell die Chief Collection halt im Allgemeinen, wo Halo 2 Anniversary ja mit beinhaltet ist. Und deswegen fange ich auch gleich mal an. Es wird so sein, dass es wohl einen globalen Multiplayer gibt, wo man dann, wie man es bereits kennt, via Auswahlsystem so gesagt verschiedene Maps und aus verschiedenen Games zur Verfügung gestellt bekommt und diese dann auswählen kann. Und dann lädt das Spiel eben, je nachdem, den richtigen Game Engine und die richtige Map und alles. Aber es soll zumindest laut Twitter, ich werde die Links übrigens zu allem von dem, was ich jetzt labe, auch nochmal in die Beschreibung stecken. Also laut Twitter soll es aber auch möglich sein, nur spezifisch, also spielspezifisch online zu spielen. Des Weiteren wird es lediglich, also was heißt lediglich, es wird 6 Remastered Maps geben. Die anderen sind scheinbar klassisch, also in, ich tippe mal, Originalgrafik, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und diese 6 remasterten Maps sind dann eben in der neuen fancy super Grafik, wie sie jetzt eben gezeigt wurde, auf der E3. Weiterhin, was vielleicht auch noch interessant zur Kampagne ist, dieser Switch, also zwischen der alten und der neuen Grafik, ist jetzt, oder soll zumindest werden, das ist ja alles noch ein bisschen Work in Progress, betonen sie zumindest immer wieder, soll direkt sein, also sobald man den Knopf drückt, zack, geht's zurück zur alten oder neuen Grafik, je nachdem, wo man halt gerade war. Und nicht mehr wie bei Halo 1, also Halo CE Anniversary, dass es so ein bisschen braucht und lädt. Genau. Dann, was auch noch wichtig ist, oder was viele vielleicht freuen wird, ist, dass es die Schmiede in Halo 2 geben wird. Similar for Forge as well. You're gonna be able to forge on 2, 3 and 4. Awesome. Forge on 2? That's correct. How is that possible? That's more the magic. Die es ja im Original meines Wissens nicht gab. Halo 1 scheinbar nicht, aber in Halo 2 schon. Genau. Dann natürlich gibt es auch noch Custom Games und Zeug, ja. Übrigens auch, was man nochmal betonen sollte, ist, ein paar Leute haben sich, soweit ich weiß, also zumindest eine Person kenne ich bereits, die sich über das Sniper, das man gesehen hat in Halo 2, in der Anniversary Edition auf der E3 beschwert haben. Es ist, wie gesagt, alles noch Work in Progress, also somit werden sich scheinbar auch die Animationen und alles, kann sich alles noch verändern, laut Aussage von Bravo. Genau. Ja. Dann, was auch noch sehr interessant zu wissen ist, dass Blur, wer nicht weiß, wer Blur ist ein CGI-Studio. Ich weiß nicht, ich glaube, so ähnlich kann man es nennen. Also halt so von so ja, Leuten, die halt so CGI-Zeug machen, ist halt so ein Studio. Und die haben übrigens auch die ganzen Cutscenes aus, also die ganzen Render-Cutscenes aus Halo 4 gemacht mit Spartan Ops und Zeug, immer diese Render-Cutscenes. Und die sollen sämtliche Halo 2-Cutscenes scheinbar neu gemacht haben, mit anderen Worten. Auch das, was man auf der E3 gesehen hat, mit dem Master Chief, wie er in der einen Cutscene da aus der berühmten Mission da, die mit der Bombe Richtung Allianz Carrier droppt, wird scheinbar auch so im Game zu sehen sein und scheinbar bei allen Cutscenes, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ich werde das Video auch nochmal verlinken unten in der Beschreibung reintun, was IGN gemacht hat, wo sie sich nach der E3 nochmal hingesetzt haben mit Dan Ayoub und, oder ich kann den nicht aussprechen, Ayoub, keine Ahnung, ich sag einfach Ayoub, und Frank O'Connor, und dann da eben so ein bisschen über das ganze Zeug geredet haben. Ja, das war's eigentlich so ziemlich, was alles zu sagen war. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid genauso gespannt darauf, alles spielen zu können wie ich. Übrigens auch nochmal an alle anderen, die sich vielleicht fragen und es noch nicht so ganz mitbekommen haben. Zumindest laut Aussage von den Entwicklern wird es eben auch
genauso wie in Halo 1 sein, dass alles 1:1 original beibehalten würden. Aber all die Glitch-Freunde unter uns werden sich erfreuen können an den ganzen alten Halo 2 Glitches. Genau. Ja. Das war's dann von mir. Ciao und tschüss, sagt der Quert. Hinterlasst doch in den Kommentaren eure Meinung, ob ihr euch drauf freut, ob ihr euch die Master Chief Collection holt. Ich werde das auf jeden Fall tun und ich freue mich auch schon derb drauf. Und damit verabschiede ich mich jetzt wirklich. Ciao und tschüss, sagt der Quert. Goddammit! How about, you know, Halo 2 specifically, that's sort of, you know, that was the killer app for Xbox Live. I don't think anybody would argue about that. Halo 2 had a very, I found, compelling ranking system that was dropped for future Halo games where you could lose level. You know, you could level up, and then if you lost, you went on a losing streak, you would drop in levels. So how are we handling, since we've got the unified interface for this, how are we handling that side of the game? So we're going to be talking more about how we're handling the ranking very, very soon. What I will leave you with a bit of a tease is, based on what you just told me, I think you're going to be very happy with our ranking system. I like that.